This is a murder, what's happening now on the border. And it should stop. Wir haben heute eine Protestaktion vor dem Bundeskanzlerinnenamt organisiert, bei der wir die Evakuierung der Lager, insbesondere der griechischen Lager, gefordert haben, da wir der Meinung sind, dass gerade oder insbesondere in Zeiten von Corona wir uns umso mehr dafür einsetzen müssen, dass gerade auch diesen Menschen die Chance zuteil wird, die gleichen Schutzmaßnahmen umsetzen zu können, wie wir sie können. Das ist Mord! Evakuieren jetzt sofort! Und das Ganze haben wir vor dem Bundeskanzlerinnenamt gemacht, weil wir gerade die deutsche Regierung insbesondere in der Pflicht sehen, weil die Zustände dort vor Ort auch vor allem deswegen so sind, weil die europäische Asylpolitik diese Zustände die ganzen Jahre so hat passieren lassen. Und deswegen ist es unsere Pflicht, dafür einzustehen, dass diese Menschen evakuiert werden. Und gerade in Zeiten Corona dürfen wir diese Menschen nicht vergessen und müssen umso mehr alternative Protestformen finden. Und das Ganze haben wir auch heute in einer achtsamen Weise getan. Wir haben Abstand gehalten voneinander, wir haben Mundschutz für alle Beteiligten bereitgestellt und haben dann vor Ort die Schilder hochgehalten, haben den unsere Slogans gerufen. Insbesondere an Angela Merkel gerichtet, weil sie spricht in einer Fernsehansprache an die deutschen Bundesbürger und Bundesbürgerinnen von Solidarität und Zusammenhalt. Und wir fragen, wem gilt diese Solidarität und wem nicht? Ist es nur ein nationalistisches Konzept von Solidarität? Denn wir finden, dass diese Solidarität mit allen Menschen gelten muss, global und insbesondere mit den Menschen, die gerade in Lagern zusammengefercht leben, die keinen Zugang zu Hygiene haben, die keinen Zugang zu medizinischer Unterstützung haben. Say it loud! Say it clear! Everyone is welcome here! Mehr als 100.000 deutsche StaatsbürgerInnen konnten in wenigen Tagen von allen Ländern, Ecken der Welt zurückgeholt werden. Mehr als 40.000 ErntehelferInnen können jetzt einreisen und die Einreisebestimmungen werden dementsprechend angepasst. Und angesichts dieser Maßnahmen ist für uns noch unverständlicher, wie es sein kann, dass nicht mal ein paar hundert Menschen aus den griechischen Lagern hierher geholt werden können. Und die Ausrede, dass wir hier gerade so viel zu tun haben, ist für uns extremst unsolidarisch. Und wie gesagt, wir sehen vor allem auch die deutsche Regierung in der Verantwortung dafür, dass die Lage dort vor Ort überhaupt erst so kommen konnte. Wir sind eine Gruppe jetzt gewesen, die sich zusammengeschlossen hat, relativ spontan, aus Privatpersonen, aber auch Menschen, die schon länger aktivistisch organisiert sind in Kollektiven, in Gruppen, die sich einsetzen für offene Grenzen, für Solidarität, für die Rechte von Migrantinnen, Migranten und Geflüchteten. Und wir beschäftigen uns eben auch nicht erst seit gestern, sondern seit langer Zeit mit den Zuständen, gerade an den EU-Außengrenzen, und sind deswegen in engem Kontakt mit Menschen dort vor Ort und wissen deswegen, wie dramatisch die Situation gerade ist und dass sie eben nach Handlungen jetzt fordert. Und deswegen ist es für uns auch heute eine gute Erfahrung gewesen, dass es möglich ist, auch in Zeiten von Corona Protestformen zu finden, die niemanden gefährden, die niemanden irgendeinem Risiko aussetzen, die uns keinem Risiko aussetzen. Was man gerade tun kann, auch von zu Hause aus, ist Petitionen schreiben, Briefe schreiben an Abgeordnete, Petitionen mit unterschreiben, und man kann auch die Selbstorganisation vor Ort unterstützen mit Spenden, wenn man die finanziellen Mittel hat. Es gibt eine Gruppe von selbstorganisierten Geflüchteten im Camp Moria, die gerade krasse Arbeit vor Ort leisten. Die Gruppe in Camp Moria, die kann man unterstützen über Stand by Me Lesvos. Das kann man googeln und finden. Das ist das Camp Moria Awareness Team, die findet man auch auf Facebook. Dann gibt es natürlich die Organisationen, die schon lange für diese Arbeit machen, wie Seebrücke, wie Lifeline, wie Sea-Watch, die man unterstützen kann. Genau, und gerade auch akut eben die Kampagne Leave No One Behind kann man auch googeln, und da gibt es eine Website dazu. Da sind auch nochmal Gruppen, die man unterstützen kann, aufgelistet. Die Petition findet man da. Ja, das steht. Lass uns gehen. Lass uns gehen. Sorry. Okay. Danke. Sauber.